Einer der wichtigsten Tipps beim Investieren: achte auf eine breite Streuung oder einfach gesagt, lege nicht alle Eier in einen Korb. Das heißt, man sollte sich mit verschiedenen Anlagemöglichkeiten beschäftigen. Zwangsläufig wirst du dann irgendwann auf die Begriffe Geldwerte und Sachwerte stoßen. Was es damit auf sich hat und warum du tagtäglich mit diesen zu tun hast, zeigen wir dir in diesem Video. Herzlich willkommen zu unserer Fit for Trading Challenge. Hier zeigen wir dir die Grundlagen unserer Wirtschaft und des erfolgreichen Vermögensaufbaus, damit du mit deinen Investments sofort durchstarten kannst. Wenn du also in Zukunft keine wichtigen Tipps und Tricks mehr verpassen möchtest, ganz wichtig, bevor es losgeht, unten einmal den Kanal abonnieren, die Glocke an und schon verpasst du keines unserer Videos. Zu den Sachwerten zählt alles, was du anfassen kannst und was einen Wert hat. Das können zum Beispiel Immobilien, Edelmetalle wie Gold und Silber oder auch Aktien sein, denn dir gehört ja in diesem Moment ein Teil eines real existierenden Unternehmens. Sachwerte bieten sich besonders für den langfristigen Vermögensaufbau an und sind teilweise inflationsgeschützt, denn man kann sie nicht einfach beliebig vermehren und gleichzeitig werden sich die steigenden Preise, die ja die Inflation ausmachen, beispielsweise auch in deiner Immobilie zeigen. Warum ist mir dabei aber das Wort langfristig so besonders wichtig? Nun, die wichtigsten Anlagen in diesem Bereich haben stark schwankende Kurse. Beispielsweise der von Edelmetallen, von Aktien oder teilweise auch von Immobilien. Das heißt, garantierte Renditen auf kurze Zeiträume, wie beispielsweise ein Jahr, gibt es in diesem Bereich nicht. Wer aber einen langen Atem beweist und seine Anlagen lange hat, der wird hier vermutlich eine gute Rendite erzielen können. Willst du dich mal von deinen Sachwerten trennen, geht das nicht mit einem Fingerschnipp. Du musst erstmal den passenden Käufer finden, der sagt, ich möchte deinen Sachwert haben und ich biete dir eine adäquate Menge Geld dafür an. Eine Ausnahme könnten da tatsächlich die Aktien besonders der großen Unternehmen sein, denn diese kann ich meistens in Sekunden über die Börsen handeln. Zu den Geldwerten zählen alle Anlagen, die direkt mit unserem Geld, unserer Währung zu tun haben. Das können ganz einfach das Bargeld oder die Konten bei der Bank sein, aber auch Anleihen oder klassische Rentenversicherungen. Was alle gemeinsam haben: ihr Wert beruht nur auf dem Vertrauen der Marktteilnehmer. Denn Geld hat erstmal keinen realen Gegenwert. Das klingt doch jetzt erstmal total komisch, aber machen wir es an einem einfachen Beispiel fest. Wenn ich jetzt diesen 20-Euro-Schein in der Hand halte, dann ist der eigentlich erstmal nur das Papier, die Druckerfarbe, vielleicht ein paar Cent wert. Nur die europäische Flagge und die Unterschrift von Herrn Draghi in diesem Beispiel, die geben mir das Versprechen, dass ich diesen 20-Euro-Schein gegen Waren im gleichen Wert eintauschen kann. Damit kann natürlich innerhalb einer Volkswirtschaft der Handel extrem vereinfacht werden. Geldwerte sind also für uns unersetzlich als Tauschmittel, aber ich kann sie auch als Geldanlage benutzen, um Zinsen zu erhalten. Diese Erträge sind im Vergleich zu Aktien und Co. etwas kalkulierbarer, fallen aber dafür meistens auch etwas niedriger aus. Da der Zinssatz bei den Geldwerten auch unterhalb der Inflation liegen kann und die Zentralbank theoretisch die Geldmenge unbegrenzt erhöhen kann, sind Geldwerte nicht immer perfekt geeignet, um den Inflationsausgleich in einen langfristigen Vermögensaufbau zu schaffen. Geldwerte bringen dafür in der Regel deutlich geringere Schwankungen mit. Ich kann sie also in meine Vermögensstruktur einsetzen, um mein Gesamtrisiko einfach zu reduzieren. Wie du eine perfekte Vermögensstruktur für dich finden kannst, das zeigen wir dir noch in einem anderen Video unserer Fit for Trading Challenge. Jetzt sind wir auch schon am Ende von unserem heutigen Video angekommen. Wenn es dir gefallen hat, würden wir uns sehr freuen, wenn du uns ein Like da lässt, den Kanal abonnierst, die Glocke anmachst, denn dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann, mach's gut, ciao!